Energieberatung. Die Förderung wurde schon wieder gestoppt. Die energetische Sanierung von Immobilien kostet viel Geld. Hier können Eigentümer einen Zuschuss vom Staat bekommen. Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist aber eine Beratung durch einen Energieeffizienzexperten. Der kostet natürlich Geld, aber hier wurde auch gefördert. Diese Förderung wurde nun wiederholt pausiert. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Carsten Petzold. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mit der Einführung des Gebäudeenergiegesetzes im letzten Jahr möchte der Staat durch die energetische Sanierung von Gebäuden viel CO2 einsparen. Die Kosten dafür sind immens und können nicht von jedem Eigentümer gestemmt werden. Dafür hat der Staat aber unterschiedliche Förderungen vorgesehen, auch für Energieberater, die für die Förderung immer wieder eingeschaltet werden müssen. So können bei Einfamilienhäusern bis zu 80% oder 1.300 Euro der Kosten für den Berater gefördert werden. Bei Wohngebäuden ab 3 Einheiten sind es 1.700 Euro. Für Energieberatung stehen in 2024 insgesamt über 140 Millionen Euro zur Verfügung, aber das Ministerium für Finanzen zahlt das Geld nicht auf einmal aus, sondern in Raten. Dadurch steht derzeit nicht genug Geld zur Verfügung und die Genehmigung und Auszahlung von Kosten für Energieberatung verzögern sich. Grund für das Handeln des Finanzministeriums ist also ein Hoffen auf einen sparsameren Umgang mit Fördermitteln. Das gefällt der Branche natürlich überhaupt nicht. Da eine Energieberatung für die spätere Förderung der energetischen Sanierung aber Voraussetzung ist, fürchtet man nun eine Verzögerung bei den energetischen Sanierungen. Viele Eigentümer scheuen nämlich die Kosten für einen Energieberater und wollen sie nicht selbst tragen. Neben den Beratern sind natürlich auch die Handwerker betroffen. Sie hatten schon die Eurozeichen in den Augen, als das Gebäudeenergiegesetz beschlossen worden ist. Nun kommt wieder alles anders. Die vorgesehene Beschleunigung bei der Sanierung von Gebäuden findet also erstmal nicht statt. Es wird vorerst wenig eingespart an CO2 im Gebäudesektor. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Erklärungen ein wenig helfen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, hinterlassen Sie doch unter dem Video einen Kommentar. Gefällt Ihnen das Video, freuen wir uns sehr über ein Like. Vielleicht abonnieren Sie ja unseren Kanal, dann verpassen Sie keine neuen Videos mehr von uns. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen.